Sich in die Lebenswelten von Menschen mit Behinderungen hineinzuversetzen, ist eines der großen Ziele von Mission Paralympics. Knapp 500 Kinder aus 6 Cottbusser Schulen nahmen heute an der Veranstaltung des Stadtsportbundes teil. An den einzelnen Stationen konnten die Kinder ihre Fähigkeiten austesten, so zum Beispiel beim Sitzvolleyball oder beim Rollstuhlparcours. Die Cottbusser Bauhausschule hat in diesem Jahr wieder bei der Organisation mitgeholfen. Seit 2011 ist die Schule mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung mit am Start. Besonders wichtig ist dabei, die Schülerinnen und Schüler für den Behindertensport zu sensibilisieren. Dass die Kinder auch mal Sachen machen dürfen können, die Kinder sonst nur im Rollstuhl machen, wie drüben zum Beispiel Rollstuhlslalom oder sich mal in Rollstuhl zu setzen fürs Basketball. Einfach auch mal zu gucken, wie funktioniert das, drüben zu sitzen und einfach mal Ball über die Schnur im Sitzen zu spielen statt im Stehen. Also solche Sachen einfach mal testen und. Über 40 Helferinnen und Helfer sind heute im Cottbusser Leichtathletikstadion im Einsatz gewesen. Die Jagd nach den Sportabzeichen hat so reibungslos funktioniert. Und das nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern. Nur wenige Meter weiter fand die Kita-Olympiade statt. Hier hatten die Allerkleinsten die Chance, sich sportlich zu messen. Also das ist ja die Kita-Olympiade, die wir schon ganz, ganz viele Jahre mit der AOK und der Sparkasse Spree-Neiße zusammen durchführen. Cottbuser Sportjugend, Stadtsportbund Cottbus. Und es sind 4 Stationen. Und an den 4 Stationen können die Kinder nach Zeit bzw. sich nach Punkten organisieren. Liebling bei den Kindern war Fritzi. Das Olympiademaskottchen animierte die Kleinen, sich sportlich auszuprobieren. Gemeinsames Bewegen ist dabei ein ganz wichtiger Faktor, um schon die Kleinsten für den Sport zu begeistern. Ganz im Sinne des Stadtsportbundes. Ganz viele Kinder aus Cottbus, aus dem Vorschulbereich und natürlich auch aus dem Grundschulbereich haben halt einfach Spaß bei ganz guten Wetterungsverhältnissen. Und vor allen Dingen, wir sehen, sie können sich eigenständig ausprobieren, sie lernen sich gegenseitig zu unterstützen und merken, Bewegung, Sport macht Spaß. Das ist heute die Message und ich glaube, die haben wir gemeinsam ganz gut vermittelt. Zum Abschluss wurde jedes Kind für seinen Einsatz noch mit einer Medaille belohnt. Somit war es ein rundum gelungenes Fest für die Kleinen. Klasse, super, prima.